vom Wert einer spirituellen Tradition. Im Yoga sprechen wir gerne von der spirituellen Tradition, die Sampradaya, auch Guru Parampara genannt. Spirituelles Wissen wird in Traditionslinien weitergegeben. Eine spirituelle Tradition hat einen spirituellen Lehrer, einen Meister oder eine Meisterin, die Begründerin, der Begründer dieser spirituellen Tradition. Und dann geht es darum, dass diese spirituelle Tradition weitergegeben wird von Lehrer auf Schüler. In einer Traditionslinie gibt es eine Einweihungsenergie. Diksha heißt Einweihung. Und wo auch immer es Einweihungen gibt, gibt es das typischerweise in einer Traditionslinie. Jemand ist eingeweiht worden von seinem spirituellen Meister, hat von ihm die Autorisierung bekommen, selbst Einweihungen zu geben. Und dann kann er auch dem würdigen Schüler wieder eine Autorisierung geben, Einweihungen zu geben. Bei Yoga Vidya zum Beispiel gibt es in unserer Tradition gibt es die Mantraweihe als wichtigste Einweihung. Und ich selbst wurde von Swami Vishnudevananda dazu ermächtigt, Einweihungen zu geben. Er hat diese bekommen von seinem Meister Swami Shivananda. Und Swami Shivananda ist in der Sannyas-Tradition, wo jeder Swami eben in dieser Shankaracharya-Tradition in bestimmte Mantras einweihen kann. Und ich habe auch wieder Menschen dazu autorisiert, Mantraweihen zu geben. Ja, auch spirituelle Namen vergeben wir in einer Tradition. Und es gibt in unserer Tradition eben auch Sannyas-Weihen, Mönchsweihen, Nonnenweihen und Brahmacharya-Weihen, also die, man könnte sagen, Novizen-Einweihungen. Das sind alles Einweihungsrituale, die in einer bestimmten Tradition sind. Und in dieser Tradition entsteht ein Energiefeld. Sheldrake wird es nennen morphogenetische Felder. Im Yoga sprechen wir von spiritueller Kraft, wir sprechen von Gedankenkraft, wir sprechen einfach die Guru Parampara Shakti, die Kraft der Lehrer-Schüler-Nachfolge. Und wenn man sich an eine bestimmte Tradition anschließt, dann bekommt man diese besondere Energie dieser Tradition. Man kann sie spüren, man kann sie fühlen, man kann sich daran anschließen. Das ist so ähnlich wie, man kann einen Stecker in eine Steckdose reingeben und das Licht brennt. So, woher kommt das Licht? Das Licht kommt natürlich von der elektrischen Leitung, da kommt die Elektrizität her, die geht dann weiter zu Transformatoren und irgendwo ist dann der, ja, gibt es vielleicht ein Windkraftwerk, von dem der Strom erzeugt wurde. In diesem Sinne, die Sampradaya oder die Guru Parampara Shakti, die transportiert diese Kraft. Jetzt kannst du selbst überlegen, steckst du in einer bestimmten spirituellen Tradition oder gehörst du zu den Freigeistern? Es gibt auch Freigeister, die keiner spirituellen Tradition angehören. Und es gibt auch spirituelle Meister, die die Gottverwirklichung erreicht haben, ohne einer Tradition anzugehören. Manche davon haben dann eine eigene Tradition begründet. Aber im Allgemeinen ist es gut, an einer bestimmten Tradition zu sein und sich an diese spirituelle Kraft und die Lehren der Tradition irgendwo anzuschließen. Es macht den spirituellen Fortschritt leichter und es hilft, dass man mehr Prana, mehr Energie hat, mehr Sicherheit, mehr Licht und Freude.